Komm schon, Tonnen! IG4, check it up right now. Link in der Beschreibung, die günstigsten FIFA-Coins. Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem Video, wo keiner dabei ist, Alter. Das ist echt komisch. Sonst war irgendwie in der letzten Zeit immer einer neben mir oder am Skype-Call. Und das ist echt ungewohnt, Freunde, muss ich sagen. Aber, Freunde, wir machen heute weiter mit der 20. Folge unserer Pack Road to Glory und werden das natürlich ordentlich feiern. Es wird heute eine Special-Folge geben. Wir haben ordentlich FIFA-Points aufgeladen. Gerade geht die Scheiße weg, wenn ich das jetzt sagen will. Auf jeden Fall haben wir jetzt ordentlich FIFA-Points aufgeladen, haben 4.650 Stück, haben dann noch 65.000 Münzen. Die kommen aus der letzten Folge. Da haben wir 1:0 gewonnen, ein 4:2 Rage Quit. Und zweimal leider ein Unentschieden mit 2:2 und 0:0. Heute werden wir zwei Spiele machen und wollen natürlich den Ligatitel in Liga 3 klar machen. Das heißt, zwei Spiele, zwei Siege müssen her. Und wir haben natürlich dann noch die Coins von der letzten Episode rübergeholt. Die habe ich alle von meinem Hauptaccount rübergeholt. Und ja, Freunde, jetzt bin ich mal gespannt. Wir werden jetzt ein kleines Pack-Opening machen. Und komm schon, gib uns geile Special-Sets. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was es für Special Sets gibt. Wir haben hier noch drei SBCs abgeschlossen und da könnte natürlich auch noch ein Tod drin sein und das sind die heutigen Special Sets, okay? Die 35k Sets sind nicht meine Lieblingspacks, aber es sind auch nicht die, die ich gar nicht mag. Also sind okay, Freunde, würde ich sagen, starten wir auch direkt Tod Walkout, komm! De Mayo, Yanga Mbiva, jawohl, 81er Yanga Mbiva, brrr. Naja, dann haben wir noch Menes drin, Qualiarella, Wilson. Hallo! Mein Stuhl löst sich auf. Ein Tots muss unbedingt dabei sein, Freunde. Heute ein Tots Walkout. Kein Walkout, aber vielleicht ein Tots. Was kommen da für Sternschnuppen, Alter? Komm mal runter. Jonas, 83er, okay. Ja, den können wir nicht wirklich gebrauchen, aber wir werden den mal dazu tun. Da haben wir noch Valero, Glatzkopf, Meister Popper ist da. Okay, so schlechte Spieler sind gar nicht dabei. Dann haben wir noch Britos, Casco, Peklak, Peklak, komm schon, bring uns einen Tots, Tots, wo sind die Tots? Ist die Areola, ja Guardiola. Komm schon, Tots, 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 Tots. Komm schon. Och Mann, ey. Pereira. Der hat auch einen Tots. Aber den ziehen wir jetzt leider nicht. So, wir machen jetzt unsere drei SBC-Packs auf. Komm schon. Komm. Kevin Volland. Okay. Okay. Letztes SBC-Pack. Okay, da kommt ein 84er raus. Martinez, 85er, okay. Der ist zwar, glaube ich, unser vom Rating her. Und Fährmann haben wir noch drin, okay. Fährmann ist nice, den können wir auf jeden Fall gebrauchen. Immerhin eine Verbesserung. Martinez, ja, müssen wir mal schauen, weil er ist halt nicht ganz so schnell. Da haben wir, glaube ich, bessere Innenverteidiger. Wir haben noch ein paar Points, noch ein paar Münzen. Komm schon, gib mir einen Tots, einen Tots. Wir ziehen ein Premium Set und kriegen keinen einzigen seltenen Spieler. EA, leck mein Schwanz. So, das Pack-Opening war sehr frustrierend, Freunde, muss ich sagen. Das ist scheiße. Egal, Freunde, wir werden jetzt reinstarten in das erste Spiel und zwar mit unserem Bundesliga-Team und haben das auf drei Positionen verbessert. Mario Gomez, Javi Martinez und Fährmann sind neu im Team. Und dann würde ich sagen, holen wir uns den ersten Sieg von den heutigen Zweien. Los geht's. Let's go. Es geht wieder los. Pack Road to Glory. Und zwar gegen ein Bundesliga-Team. Und ich glaube auch gegen einen deutschen Herd. Obame, Dembele, Costa, Schmelzer als Innenverteidiger. Sokratis sieht auf jeden Fall nach einem starken Bundesliga-Team aus. Und wir müssen reinkommen. Wir brauchen den Sieg. Geben alles. Let's go. Ah, perfekt, komm, Schürrle. Schürrle, komm, Golasso! André Schürrle, 1:0. Huh!
Ace, komm jetzt, Schürrle. Ruhig bleiben, Freunde, ruhig bleiben. Wow, das tut so weh! Erste Chance, erstes Tor. Das erste Spiel gewinnen wir hier mit 2:1. Das wurde noch am Ende ein bisschen spannend. Ey. Wir hätten ihn vorher schon eigentlich abschießen müssen. Wir schauen uns jetzt mal die Statistik nochmal an. Er hatte einen Schuss aufs Tor und den hat er auch genutzt, Freunde. Und somit brauchen wir jetzt nur noch 3 Punkte für den Ligatitel und den wollen wir uns jetzt holen. Noch keine einzige Niederlage. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein mit unserem BPL-Team. Let's go! Zweites Spiel und jetzt wollen wir natürlich auch unseren zweiten Sieg und der hat Sigurdsson. Das heißt, er hat auf jeden Fall dieses eine Turnier gewonnen. Er muss auf jeden Fall was drauf haben. Martial, William, Sturridge, Kanté, Bailly, Smalling, OP as fuck. Konzentrieren, alles geben. Let's go! Ach du heilige Scheiße. Nice, perfekt, komm, Remy, Remy, nein, ey! Ja, komm, 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 Lukaku, 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 Lukaku! Ey, du Hure! Oh mein Gott! Was ein Pass! Heilige Scheiße, was war das für ein Traumpass? Durch zwei durch! Und Xhaka macht die Bude 1-0. Woo, 2-0, jawohl, Ligatitel 3 ist da. Hier riecht es nach Rage Quit. Nice, Freunde, Ligatitel in Liga 3 ist da. 11.300 Münzen, der Gegner hatte 0 Chance, der hatte keinen einzigen Schuss aufs Tor. Und das ist einfach nur geil, Freunde. Wir haben es geschafft. 21 Punkte, 6 Siege, 3 Unentschieden, 0 Niederlagen. Sehr geil, Freunde. Und ja, ich hoffe, wir haben in der nächsten Folge vielleicht ein bisschen mehr Glück bei den Packs, weil das war irgendwie schade. Aber wir haben richtig stark gespielt, beide Gegner weggeklatscht, einfach nur krass. Und ja, Freunde, lasst auf jeden Fall für diese Rasur einen Daumen nach oben da, würde mich auf jeden Fall freuen. Schaffen wir die 20.000 Likes für das Comeback, wäre einfach nur mega geil, Freunde. Dann würde ich sagen, war es das soweit von mir. Macht's gut, schönen Abend noch, haut rein und ciao!